Heute besuchen wir einen sehr, sehr tragischen Ort. Gegen Kriegsende wurden über 1000 Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion nach Passau geholt. Und diese mussten hier unter ganz schrecklichen Bedingungen hausen. Sie haben fast nichts zu essen bekommen und wir haben Berichte, dass sie teilweise auch lebende Kaninchen gefangen haben bei ihren Arbeitseinsätzen, die einfach gepackt und auseinandergerissen haben. So hungrig waren sie. Sie waren total geschwächt. Sie wurden schrecklich misshandelt und zu allem Übel wurden 50 von ihnen hier auf dieser Wiese von durchziehenden Nazitruppen erschossen. Erst wurden, glaube ich, die ersten 20 zum Inn getrieben, unten ans Wasser und dann erschossen. Und die restlichen mussten sich um die Leichen kümmern. Danach haben sie aber auch den Rest erschossen und sie wurden dann verbuddelt. Und einige sind auch im Inn einfach ja, untergegangen und waren nicht mehr gesehen. Bist du Russe? Kannst du dann das aufleuchten lassen für uns? Kommst du aus Russland? Dann bitte antworte uns jetzt. Du musst keine Angst haben. Wir wollen dir helfen. Wir sind nett. Wir kommen mit guten Absichten. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verscheucht. Ich wollte nur zeigen, wie das Gerät funktioniert. Kommst du bitte zurück? Kannst du bitte noch irgendwo? Dauert noch ein bisschen. Ja.
hören. Nicht hören? Was hörst du denn nicht? Nicht leise, oder? Würde herzlich willkommen. Ja, wir hören dich leider sehr schlecht momentan durch die App. Es tut mir leid, es wird gleich besser. Ich habe hier noch eine. Nein. Immer noch vier. Doch, ja. Du bist immer noch hier. Magst du mich? Was? Grad. Er ist gerade noch hier. Oh, ja. Sind hier noch mehrere? Oh, zwei Lichter. Bedeutet das, dass da zwei sind? Kannst du hier auch antworten mit meinem Gerät? Sind hier zwei? Oder noch mehr? Du kannst so viele Lichtleisten anmachen und überhaupt Lichter wie Leute hier sind. Wie viele seid ihr? Sagst du es? Was du brauchst, Satan. Wow. Wow. Oh Gott. Satan. Naja, gut, ich meine, die Leute, die euch so grausam umgebracht haben, das könnte man schon meinen, gell? Ja, ja. Aber die sind nicht mehr hier. Wenn, dann leben sie nicht mehr. Wir tun euch nichts. Wie viele seid ihr? Zwei. Okay, danke schön. Zwei Lichter, zwei Seelen. Kannst du nochmal das weiße Ding da anmachen, wo der Rosenkranz dran hängt? Würdest du das bitte nochmal machen für uns? Ja? Das drunter, das ist mit dem Rosenkranz. Nochmal dran fassen, bitte. Oder das Glöckchen läuten. Aber schade. Warum nicht? Ist hier jemand, der dir was tut? Ist das die Ja-Lichtleiste da? Ich habe eine mit Ja geschriftet und eine mit Nein. Ups. Die davor ist die Ja-Lichtleiste. Die da ist gar nicht lichtet. Bitte geh, ich gehe. Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ist hier jemand, der nicht nett zu dir ist, der dich bedroht? Kannst du uns das sagen? Bist du hier ertrunken? Beziehungsweise bist du erschossen worden, als du flüchten wolltest im Fluss? Kannst du dann irgendwas aufleuchten lassen als Antwort? Bitte mach das doch mal. Hat man dich hier erschossen? Zelle. Oh, okay, ja. Fehler. Fehler.
hast du versucht zu flüchten und das war ein Fehler. Bist du weg? Von betrogen. Betrogen? Betrogen und ekelhaft, ja. Zu verstehen. Zu verstehen. Also sie verstehen wahrscheinlich nicht, was da passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie erzählt haben, dass sie jetzt praktisch aufbrechen, entweder in Freiheit oder einfach irgendwo anders sind und dass sie dann halt sich betrogen auch vorkamen, weil sie dann einfach erschossen wurden. Kann schon sein, dass sie irgendeinen Vorwurf gemacht haben. Nie Freunde. Ja. Oh, wir sind deine Freunde. Vergessen Sie mich. Oh. Aber nein, wir können immer mal wieder vorbeischauen. Wir werden euch nie vergessen. Wir werden nie vergessen, was Schlimmes passiert ist hier. Selin. Das ist Selin. Ja, worauf soll ich aufpassen? Setz mich jetzt. Kann man da hinsetzen? Irgendwie schon, oder? Warte. Warum soll ich aufpassen? Möchtest du was machen oder sagen? Wir passen auf jetzt. Geht es dir jetzt besser, da wo du bist? Hört mir zu. Aufpassen und hört mir zu. Ja, wir hören dir zu. Du hast unsere volle Aufmerksamkeit. Schaut auch irgendwie toll aus, der Nebel da über dem Wasser. Also, ja. Was möchtest du uns sagen? Wir hören dir zu. Schau, vielleicht kannst du auch über dieses Mikrofon etwas sagen oder über die beiden, dann können wir deine Stimme hören. Kleiderschrank. Nein, haben wir jetzt keinen zur Hand. Kleiderschrank? Wie? Du bist aber wirklich ein Scherzkeks, oder? Oder sind deine Deutschkenntnisse begrenzt? Das kann natürlich auch sein. Wie? Habt ihr keinen Kleiderschrank? Ja, hier. Ich meine, ich habe sowas Ähnliches zumindest daheim. Entführt. Entführt? Ja, das würde auch wieder passen zu der ganzen Angelegenheit hier. Kleiderschrank jetzt weniger. Bei mir tut sich auch was. Der Autofokus war die ganze Zeit stabil und jetzt springt er die ganze Zeit hin und her. Ja? Ja.
Er hat schon wieder gefragt, wie. Wirklich weh. Wirklich weh, oh je. Leidest du noch immer? Oder ihr beiden, leidet ihr noch immer? Es sind ja zwei, haben wir ja schon erfahren. Bist du verwundet? Weiter. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Botschaft du mir zukommen lassen wolltest. Vielleicht war das ja irgendwas... Zu viel. Zu viel? Weiter zu viel. Sollen wir gehen? Vielleicht wollte uns irgendeine Botschaft an seine Liebsten daheim geben und ich kapiere nicht, was es mit dem Kleiderschrank auf sich hat. Hast du da Schätze? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Ja, das ist keine so angenehme Geschichte. Ich glaube, dass man dich hier ermordet hat und dass du deswegen hier hängen geblieben bist. Leider. Tut mir sehr leid. Wirklich. Unendlich leid. Und ich wünschte, du könntest weiterziehen. Es muss sehr schlimm für dich sein. Bist du einsam? Bei mir kam meine Scheidung. Meine Scheidung? Okay, es kam Celine, es kam irgendwas mit Kleiderschrank und Scheidung. Was zum Himmel ist denn da Celine gemacht? Ich rede da davon, dass aus der Welt geschieden ist. Achso. Ja, weiß ich nicht, aber das mit dem Kleiderschrank verwirrt mich jetzt einfach. Vielleicht hat er heute im Liebhaben den Kleiderschrank vergessen. Und ist. Tja. Oder vielleicht hat sie den Kleiderschrank mitgenommen bei der Scheidung. Woche. Ja, wo er Liebhaber aus dem Anhang kommt, dann hat sie den Kleiderschrank gesperrt und dann vergessen. Wilde Theorien. Nein. Nein. Okay, na gut, dann war es das nicht. Nein. Ja, gut, aber bitte sag uns doch, was dann stimmt, weil wir sind echt ein bisschen verwirrt jetzt über diesen Kleiderschrank. Also, was? Frauen. Frauen. Okay. Hey. Sexistisch ist er auch noch. Also bitte. Viele alte. Viele. Oh Moment, ja, also das geht jetzt aber Hallo. Schon zu weit. Also, was? Blutjung Knien. Sind sie. Okay. Blutjung sind sie alle. Blutjung. Jawohl. Viele alte Frauen. Na danke. Wirklich nett von dir. Bei dir viele alte Frauen. Wer weiß. Die mir nicht sehen können. Und nein, wir knien uns nicht hin. Also, oder wolltet ihr, musstet ihr knien, bevor er erschossen wurde? Das ist natürlich eine andere Geschichte. Jetzt sind wir jetzt wieder beim anderen Thema? Der Architekt. Architekt. Ne? Da ist er doch gar nicht so alt. Er ist so lange gestorben. Weiß ich nicht, aber es. Oh, da ist guter was. Aber der? Was? Vibriert. Ja, das vibriert und also wenn du da drauf tappst. Sprechen Sie mit mir. Ja, ich spreche mit dir oder mit Ihnen. Okay, also sind Sie aus Russland? Dann bitte machen Sie jetzt das Licht an. Das war vorher nicht so hundertprozentig klar. Weil, wie gesagt, vielleicht sind da wirklich mehrere und. Der uns immer antwortet, ist gar nicht dazugehörig, wer weiß. Litz? Litz? Würdest du ich mit Litz betrachten? Ich komme und gehe. Oh, das wird aber schon interessant hier. Also er gehört gar nicht hierher. Das ist interessant. Sagen Sie. Kuss. Gehörst du zu einem von uns? Haben wir dich mitgebracht?
Und der traurig. Und der andere, ist der andere vielleicht aus Russland? Weil ihr habt ja gesagt, ihr seid zu zweit. Ist der andere, warst der... Warst du schon einmal? Ne, ich war noch nicht in Russland. Nein, leider nicht. Momentan ist es auch, glaube ich, nicht anzuraten. Da gibt es ein bisschen Probleme. Ist irgendjemand hier aus Russland? Da macht bitte ein Licht an. Lasst die Sachen vibrieren. Okay, danke. Also, jemand. Zumindest ist aus Russland. Wie heißt denn derjenige? Hast du vielleicht einen Namen für uns? Ja, kannst du mit dem oder mit diesem? Enkel. Du hast Enkel. Möchtest du den Enkeln was ausrichten? Mein Vater. Dein Vater. Deinem Vater möchtest du was ausrichten. Aber der ist ja vielleicht gar nicht mehr hier. Heute machst du es uns nicht so einfach, hm? Aber am Anfang, das war schon Wahnsinn, ne? Alles angegangen, was wir nur da hingelegt haben, Wahnsinn. Ja. Richtig toll. Wie geht es dir? Oh, mir geht es ganz gut, danke. Ein bisschen viele Mücken hier, aber sonst gut. Nutzlos. Wie geht es dir? Was nützlich? Nutzlos. Ah, nutzlos. Vielleicht fühlt er sich nutzlos. Ja. Ja. Okay. Tut mir leid. Ist bestimmt nicht einfach. Nein, du kannst uns immer begleiten. Du kannst mit uns immer sprechen. Suchst du deinen Vater? Klopfen. Klopfen, ja. Kannst du gerne machen. Wohl hier draußen. Bei diesen Hintergrundgeräuschen ist es ein bisschen schwierig. Statt zu klopfen, kannst du an die Antenne von dem leuchtenden roten Ding da klopfen. Dann macht es piep piep. Vielleicht. Okay, gut. Probier es einfach mal. Warte, ich zeig's dir nochmal. Aber nicht erschrecken, wenn ich jetzt wieder aufstehe und hinkomme. Gerät, das wir extra dafür gekauft haben und das erfunden wurde dafür. Wie heißt du? Ach so. Ja, spiel es mal vor. Как тебя зовут? Also, das ist wie heißt du auf Russisch? Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Как тебя зовут? Achtzehn. Also Tante. Tante. Jetzt haben wir gerade fast die ganze Familie schon. Ja. Also der Vater, die Enkel und die Tante haben wir schon. Es ist so creepy, mein Autofokus geht die ganze Zeit.
um dieses Gerät rum. Mutter! Oh! Also Mutter, Vater, Enkel, Tante. Also du vermisst deine Familie, ja? Oder? Vermisst du deine Familie? Wenn ich nicht weiß, wie du heißt, dann voll... Beeindruckt. Beeindruckt. Solange ich nicht weiß, wer du genau bist, kann ich natürlich denen auch nichts mitteilen von dir. Leider. Das ist schwierig für uns. Was beeindruckt dich denn? Die Geräte? Also dann. Wächter. Wächter. Bist du ein Wächter oder na wahrscheinlich eher dem Wächter entkommen? Oder wolltest du dem Wächter entkommen? Wer ist hier der Wächter? Kannst du uns das bitte sagen? Wachmänner? Vorhin hast du gesagt Zelle. Und jetzt Wächter. Idiot. Oh. Das muss ich immer ständig anhören hier. Weil ich nicht verstehe, was du meinst, oder war der Wächter ein Idiot? Das kann natürlich auch sein. Abstoßend. Abstoßend. Also ich hoffe, er meint nicht mich. Du Idiot, du bist abstoßend. Das ist aber gemein. Also der Wächter ist ein Idiot und ist abstoßend. Habe ich das richtig verstanden? Würde auch Sinn machen irgendwie. Die waren bestimmt nicht sehr nett und freundlich. Kannst du uns auch ein Bild zeigen? Kannst du uns über dieses Gerät irgendeine Szene, ein Bild zeigen, damit wir dich besser verstehen können, besser verstehen, was du meinst? Bist du dazu bereit? Onkel. Onkel? Meine Güte, wir haben wirklich... Verwandt. Ja. Jetzt haben wir wirklich fast die ganze Familie, oder? Ja. Ich wüsste nicht, wer noch spielt. Vielleicht hat eine Schwester auch noch, keine Ahnung. Oder Bruder. Die Kinder? Ja, die Enkel haben wir immerhin schon. Möchtest du uns sagen, dass du deine Familie vermisst? Ich bin sicher, sie vermissen dich auch. Wenn du aber hier nur zu Besuch bist und nicht immer hier bist, kannst du die dann nicht auch besuchen? Kannst du deine Familie besuchen? Jetzt hat er eigentlich schon lange nichts mehr angemacht, oder? Nee. Gestorben. Sind sie alle schon gestorben? Auch die Enkel. Ich bin verwirrt. Oder möchtest du uns sagen, dass du gestorben bist? Bist du deswegen verwirrt? Weißt du nicht, was dir passiert ist? Ich habe zu wenig Informationen über dich. Ich weiß nicht, ob du jetzt aus Russland kommst oder nicht. Weil ich meine, kann ja im Prinzip jeder sein und alles Mögliche passiert sein hier. Vielleicht bist du ertrunken?
hier ist der Fluss Inn. Bist du hier ertrunken? Warst du schwimmen? Dunkel. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das, was ich sehe, ist jetzt auch gerade alles dunkler geworden. Wirklich? Ja. Oh. Das passiert immer wieder und dann sieht es so aus, als wenn rechts oben so ein Schatten wäre, so ein unförmiger. Aha. Aber schade, dass er immer noch kein klares Bild gezeigt hat. Nein, leider nicht. Gerne. Da habt ihr es gut. Die Mücken sind kein Problem mehr für euch. Klarer Vorteil. Wie können wir dir helfen? Bei dir sagt er nichts mehr. Volle Konzentration darauf jetzt momentan. Also Ghost Tube ist jetzt das Einzige, was interessant ist. Die Seher-Sitzung, alles andere wird ignoriert momentan. Die Geräte werden ignoriert, die andere App wird ignoriert. Kommt nur was hier durch. Bist du noch da? Ja, ich möchte gerne. Ich möchte dir gerne helfen. Aber du musst mir bitte sagen, wie. Ich weiß nichts über dich oder sehr wenig. Wie soll ich dir helfen? Sollen wir für dich beten? Würde dir das helfen? Bist du religiös? Ja. Es hat immer wieder sehr dunkel. Ja. Ja, normalerweise sollten da klare Bilder angezeigt werden. Da ist auch nichts merkwürdig. Was? Blätter. Blätter? Ah, vielleicht soll ich doch die Psalmen lesen. Soll ich den Psalm vorlesen? 60? Oh nein, bitte. Das ist... Achso, Psalm 60. Nicht hier. Ja, aber wo denn dann? Wo soll ich den Psalm vorlesen? Es wird langsam Zeit, dass wir aufbrechen. Wir wollen uns noch was anderes ansehen. Niemand anderes? Bitte geh. Okay, ja, danke. Dann verabschieden wir uns jetzt für heute. Du kannst mitgehen, wenn du möchtest. Du kannst uns bei den Spuknächten auch gerne immer wieder besuchen. Und vielleicht kannst du uns da mehr über dich mitteilen, ja? Aber vielen Dank für deine Antworten und dass du mit uns interagiert hast. Bis bald! Es ist sehr schön, euch dabei zu haben heute bei unserer kleinen Mini-Spuknacht. Vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, ihr habt ja einen tollen Podcast, der unsere Zuschauer auch interessieren könnte. Ja, genau. Wir sind die zwei Podcaster von der Spooky Bit Show. Ich bin Rico. Ich bin Tai. Genau, und zweiwöchentlich laden wir diverse Folgen hoch zum Thema True Crime, Paranormales, eigentlich alles, was so das, sag mal, Mystery-Herz begehrt. Ja, wunderbar. Ich bin sicher, da werden einige auch mal bei euch reinhören. Ich kann das sehr empfehlen.
Und ich werde dann auch mal vielleicht ein paar Links einblenden oder unten in die Beschreibung stellen, dass die das auch leichter finden. Gut, dann schauen wir mal, was wir heute hier finden. Also wir waren ja gerade bei einer sehr interessanten Location und jetzt geht's weiter. Mal gucken. Also ich hoffe, die Geister bleiben uns gewogen. Danke, dass wir zu Gast sind. Sehr gerne. Wir haben hier ein Gerät, das du anfassen kannst. Dann haben wir verschiedene Lichtleisten, teilweise sind die beschriftet. Die kannst du antippen. Dann habe ich so ein Paraskop, da kannst du dran herumrubbeln. Das ist natürlich, habe ich auch schon. Ja. Ich bin nur nicht statisch aufgeladen. Das da kannst du vorne drehen und ausmachen. Schau so. Oder wieder anmachen dann. Kleinen Ruck. Ganz kleinen Ruck und das reicht schon. Schau. Weißt du das? Das kannst du auch machen. Also wir haben verschiedene Sachen für dich, die du heute ausprobieren kannst. Ja? Möchtest du... Bist du ein Kind? Sagen wir ein Kind. Sehr schlecht. Wie viele seid ihr denn? Du kannst hier auch mit den Lichtleisten was machen. Wenn dir das lieber ist, dann mach die doch an. Angele. Er angelt. Was zumindest hier zum, na gut, zum Wasser. Angelst du? Ja. Bist du ins Wasser gefallen beim Angeln? Mai. Was war das? Mai? Mai. Passiert schon mal. Ja. Es ist... Ich glaube, letztes Jahr ein 65 Jahre alter Mann hier ertrunken. Bist du das? Ja. Bist du 65? Eine gefährliche Sache. Eine gefährliche Sache, ja. Angeln ist sehr gefährlich. Ich kann... Weiß ich, ja genau. Ich kann jedem nur abraten davon. Oh, so laut. Gehört, ja, ich habe das gehört. Bis 14. War das eine sehr, sehr verspätete Antwort auf, wie viele seid ihr? Geht. Ich mag nicht. Also es müssen ja nicht diejenigen vor die Kamera, die nicht wollen. Aber vielleicht will ja doch jemand mit uns sprechen und irgendwas machen. Ja, ja, das ist schön. Also, ja, sehr gerne. Kannst du dann irgendwas anmachen von diesem, ja, Spuknacht? Kannst du da irgendwas antippen? Schau dir nicht leisten zum Beispiel. Das ist ganz einfach. Hier, schau. Na? Das kannst du. Es riecht hier irgendwie streng. Riecht das Wasser immer so? Hier, ja. Oder war das Bier? Riecht hier so streng? Ich hoffe doch nicht. Also ist der 65-jährige Herr hier? Nein?
Wie heißen Sie denn? Wie ist denn Ihr Vorname? Ja, nicht zu kennen. Was? Ja, nicht zu kennen. Nicht zu kennen. Also, okay, vielleicht ist er nicht hier, wer weiß. Keine Ahnung. Müssen wir uns mal anhören, ob da was dabei war. Ihr Name. Licht, ja. Da ist eine Taschenlampe. Und ja, wenn du vorne drehst, dann geht das Licht aus. Würdest du das bitte machen? Unanständig. Unanständig? Nein, es ist nicht unanständig. Das. Ja, ja, die hören alles. Hast du mich? Geht. Bleib. Die können sich irgendwie nicht einigen. Aber viele machen die Tests, oder? Tausende. Ja, weil das ist immer den Rosenkranz rausholen hier. Tod! Hier tot! Sei Vorsicht, hier tot gehört! Okay. Vorsicht, hier tot! Wer ist denn hier her gestorben? Ist jemand umgebracht worden? Nein. Mein Grab. Mein Grab hast du. Also, über die App haben wir mein Grab. Das würde passen zur Spiritbox. Aber kannst du uns Näheres sagen? Wer waren denn die? Ja, das kann man auch nochmal so wie Grab. Was? Jetzt geht's mit den Zahlen los. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zu diesem Denkmal. Schauen, ob sich da auch mehr tut, weil hier ist es relativ ruhig. So, jetzt sind wir am Denkmal. Haben Sie Angst vom Feuer? Was haben Sie Angst? Ja, ein bisschen überwachsen da unten, da können wir nicht alles mal lesen, leider. So, ihr könnt dann gerne noch ein bisschen was aufbauen. Leute, ein paar Lichtleisten. Geheimnis. Ereignis. 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 Ich glaube, ich sollte aufhören zu raten, was es sagt. Es ist hoffnungslos. So. Mhm. Melmeter vielleicht noch und Paraskop. Mhm. Stopp, wir haben noch gar nicht richtig angefangen hier. Nicht hier um mir. Doch, wir sind. Oh, danke. Wir sind schon wegen dir hier. Natürlich sind wir wegen dir hier. Um mit dir zu sprechen. Vielleicht hast du eine Botschaft für uns. Ich weiß. Was weißt du denn? Dass wir mit dir sprechen wollen. Hast du was zu sagen?
Energie? Hast du zu wenig Energie? Dann kannst du vielleicht was Einfaches machen. Meinst du, vielleicht die Lichtleisten anzutippen wäre einfach? Diese langen Stäbchen, die da auf dem Denkmal liegen. Einfach mal antippen, bitte. Ist von euch jemand hier, der hier gewaltsam zu Tode kam? Ich meine, es sind einige Leute gestorben hier. Und nicht nur Badeunfälle, sondern leider auch in der sehr düsteren Zeit zu KZ-Zeiten. Und vielleicht wollen die ja mal etwas sagen. Ist hier jemand, der gewaltsam zu Tode kam? Habt ihr eine Botschaft für uns? Habt ihr eine Botschaft für eure Hinterbliebenen? Wollt ihr denen noch was mitteilen? Oh, okay. Vielen Dank. Steht da was drauf? Nein, steht da nichts drauf. Da ist ja, da ist nein. Okay. Aber dann, oh, da ist eine. Was ist das? Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Dankeschön. Sehr nett von dir, dass du mit uns reden möchtest. Wir haben hier so ein Gerät, eine App, über die du auch kommunizieren kannst. Oder vielleicht zeigst du dich hier auf der SLS-Kamera. Wenn du da davor gehst, direkt vor diese Kamera, dann können wir dich sehen. Zumindest schemenhaft können wir dich dann sehen. Wir haben verschiedene Geräte, die du anfassen kannst, um dich mitzuteilen. Wie ist denn dein Name? Oder sind die Kinder hier? Hier waren immer mal wieder Kinder. Ich glaube nicht, dass die irgendwie in Zusammenhang mit dem KZ-Außenlager standen. Das war wahrscheinlich später. Aber wir haben immer wieder Reaktionen von Kindern. Wollt ihr vielleicht mit irgendeinem Ball von uns spielen? Haben wir die ausgelegt? Ja. Die Bällchen, ja? Ah ja, super, da sind sie, ja, ja. Seht ihr die Bällchen? Die könnt ihr anfassen oder anstupsen, rollen. Oh, oh mein Gott! Wow, okay. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich das jetzt drauf habe, aber ich wollte gerade schwenken, wegschwenken und gerade in dem Moment fällt das Bällchen runter und die Lichtleiste geht an. Wow! Oder was war das? Ist es nicht das? Rook? Nein, das Rook ist runtergefallen. Ich dachte, das Bällchen. Naja, fast. Boah, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Hast du versucht, das Bällchen anzufassen? Das haben wir ziemlich vollgepackt da unten. Also da oben muss man gucken. Kommt man da dran? Ja, schon. Schau, da ist das Bällchen. Wenn du da vorsichtig hingehst, jetzt könnte es klappen. Schau. Wenn du da hingehst und du kannst es so einfach so ein bisschen anstupsen. Guck. Das. Ja. Grüß dich. Durstig. Also durstig. Ich verstehe es nie. Ja, so leid. Lästig. Lästig, ja. Die Mücken sind lästig. Wir haben sehr viele Mücken hier. Ist hier ein kleiner Junge? Kannst du vielleicht irgendwas von den Lichtern anmachen, bitte? Anstupsen, einfach anstupsen. Zeichen. Hat er buchstabiert.
Oder ist ein kleines Mädchen hier? Möchtest du irgendwas machen für uns? Habt ihr Angst? Ich hoffe, ihr habt euch nicht so geschreckt wie ich und seid weggelaufen. Es kann schon sein. Es tut mir leid. Ihr könnt wieder zurückkommen, wir wollten euch nicht erschrecken. Es ist einfach runtergefallen. Ich weiß nicht warum, ob ihr das wart oder Zufall. Sollen wir euch helfen? Verraten. Das sind ähnliche Antworten jetzt wie vorhin, gell? Am Fluss haben wir. Vielleicht ist es derselbe wieder. Bist du derselbe, der mit uns vorhin am Fluss schon gesprochen hat? Am Innufer? Bist du uns gefolgt? Kannst du uns irgendein Zeichen geben? Du kannst das Melmiete auch anstupsen, guck. Das hier. Wenn du da dran gehst. Hm? Machst du das? Braune Augen. Hast du braune Augen? Wo sind... Was? Wo? Wo? Ja, ich wollte gerade fragen, wo sind denn die Kinder? Bleib mal die Spiritbox wieder kurz an. So ein bisschen. Ja, wahrscheinlich hört man es, wenn es losgeht. Das ist auf alle Fälle. Oh, danke. Licht, ja? Sehr gut. Adi? Adi? Ja, nein, der ist nicht hier. Oh, die Lampe. Machst du gerade Lampe? Oh, danke. Das ist nett von dir, danke schön. Bitte wie? Seine? Was? Wie heißt du denn? Geht's zum Filmen, Alex? Ist ja, sicher, geht schon. Ja? Weil du alles aufgebaut hast. Oh, wow, danke. Oh, wow, das war gut. Super, danke. Ja, sehr gut machst du das. Danke.
fleißig. Du machst es sehr gut. Vielen Dank. Machst du es wieder an, bitte? Spielst du gern mit der Taschenlampe? Ja? Macht dir das Spaß? Brillant. Brillant. Gell, so was Tolles hattet ihr früher noch nicht. Stimmt. Licht, ja. Ein tolles Licht. Schau, ich habe hier noch eins. Das hat einen Druckknopf. Oh. Ja. Schau, meine, der hat so ein kleines Knöpfchen. Und da kann man auch herumschalten drauf. Guck, es geht auch. Bei dir? Ja, das weißt du ja, da musst du drehen. Ja, super. Ja. Dankeschön. Jetzt haben wir das richtige Ding gefunden für dich, ja? Etwas, was dich interessiert. Ja. Sehr gut. Was für dich? Wir bräuchten trotzdem noch eure Namen. Werdet ihr so nett und sagt uns eure Namen. Vielleicht habe ich auch noch nicht verstanden. Es tut mir leid, wenn das so ist, aber bitte versucht es nochmal. Ja, danke. Wie heißt du denn? Über das Gerät bitte antworten. Bist du alleine hier? Kannst du vielleicht da oben noch mal was anmachen? Bitte, hier auf dem Stein. Und da unten ist so ein kleiner Alarm und da habe ich einen Rosenkranz drauf gehängt. Vielleicht, okay, die Taschenlampe ist es. Ist ja auch was Schönes. Aber der Alarm ist auch voll cool. Also wenn du da den Rosenkranz mal anschauen möchtest, ja? Heb den doch mal auf und guck ihn dir an. Bitte, bitte. Hey. Hey. Einer kann doch da hingehen jetzt mal kurz, nur ganz kurz. Hm? Danke. Hättest du auch gerne so eine Taschenlampe? Das ist sehr leise hier. Halt ab. Hat sie verstanden. Kennst du uns? Wir waren schon mal hier. Ja. Oben. Ja.
nach unten. Ist die Mutter mit ihrem Kind auch hier? Ja? Dann haben wir eine Mutter und ihr Kind oder ihren Sohn gehabt. Sind sie noch hier? Mal holen, bitte. Was ist denn? Ist irgendwas Gefährliches? Ja? Die Taschenlampe hat sich angetan. Ich glaube, wir müssen jetzt dann wieder aufbrechen. Wollt ihr uns noch irgendwas mitteilen? Willst du uns noch was mitteilen? Dann vielen Dank für die Sachen, die du für uns gemacht hast, für deine Interaktionen und deine Antworten. Ja, wir besuchen euch gerne mal wieder. Ich hoffe, wir dürfen das. Nein. Also, was du genau gesagt hast, ich hoffe, ja, verstanden. Kann. Immer. Ja. Ja. Siehst du? Da hat man es sogar bestätigt. Ja, weil wir bringen dir die Taschenlampe wieder mit. Ja, wenn das so ist, oder? Na dann, gute Nacht und vielen Dank. Und bis bald. Ja. Ich mach's jetzt aus. Du kannst ja die Taschenlampe noch ein letztes Mal schalten und dann packe ich sie wieder ein. Nein, aufsuchen. Na gut. Macht nichts. Drehen, ja? Drehen muss man es, genau. Vielleicht will einer der anderen mal versuchen. Oh ja, gut. Ja. So ist gut. Du machst es auch sehr gut. Ja? Ja. Perfekt. Dankeschön. Ja, super. Gut gemacht. Ja. Dann bis bald. So, was? Wieder einpacken?